Es scheint, dass selbst die normale Temperatur der Sonne nicht ausreicht, um ihre berüchtigten pangalaktischen Gurgelknaller zu grillen. Ah, das ist viel besser. Sonneneruptionen wie diese sind nicht gut. Denn sie legen normalerweise alle Kraftwerke und elektrischen Geräte auf der Erde lahm. Das wird sich definitiv negativ auf alle lebenswichtigen Prozesse auf dem Planeten auswirken. Besonders auf die Medizin. Oder solche absolut lebenswichtigen Bedürfnisse wie soziale Netzwerke, Likes und Reposts. Nur Satanisten werden nicht betroffen sein. Es könnte ihnen sogar nützen. Und hier ist unsere ultraschnelle Kröte. Wie alles, was elektrisch ist, ist auch Elons Auto kaputt gegangen. Wichtig ist hier, dass man sich nicht zu früh freut. Er mag dumm sein, aber Arnold weiß ganz genau, wie man zwinkert. Zu schade, dass er intellektuell herausgefordert ist. Die Batterie ist leer. Jetzt müssen die Jungs irgendwie aus der Wüste herauskommen. Aber ohne ihre Autos wird das schwer zu schaffen sein. Und es ist noch besser, dass in seinem Kofferraum ein Eimer, eine Minirakete und Lebensmittel? Oh, Kartoffeln sind eine tolle Idee. Immerhin kann eine Kartoffel stabil 0,5 Volt Spannung liefern. 13 Volt werden ungefähr benötigt, um Arnolds Auto mit Verbrennungsmotor zu starten. Mit 26 Kartoffeln, einem Zinknagel und Kupferdraht sollten wir also genug haben, um das Auto zu starten. Verflixt! Der Kurbelstrom ist zu niedrig. Um den Motor zu starten, brauchst du Hunderttausende von Kartoffelbatterien. Ich würde dir raten, dich zu beeilen. Die Sonne geht unter und die Wüstennächte hier werden richtig kalt. Wow, Leute, tolles Outfit. Ich hoffe, wir können heute auf den berühmten blauen Kristall verzichten. Also, was haben wir hier? Zinkbolzen, Schrauben, Münzen, Schwämme, Kaliumoxid, Kupfer und Bremsbeläge. Und wir mischen sie zusammen und schließen sie an das Auto an. Dann haben wir eine regelmäßige Batterieladung. Die Jungs haben alles richtig gemacht. Nur schade, dass es noch nicht zum Fahren reicht. Beeilt euch, die Zeit läuft ab. Arnold, hör auf, dort herumzugraben. Warte, zeig mir, was hast du gefunden? Einen Magneten. Das ist genau das, was wir brauchen, Arnold. Elon, das ist doch nicht der richtige Zeitpunkt für... Es ist für eine gemeinsame Sache. 1831 führte Faraday zum ersten Mal ein ähnliches Experiment durch. Dafür brauchen wir eine Spule, Kupferdraht und einen Magneten. Wir stecken den Magneten in eine mit Kupfer gewickelte Spule und schließen diese. Wir bewegen den Magneten im Inneren und in jeder Spule aus Kupfer wird eine Spannung von 0,01 Volt erzeugt. Aber durch die große Anzahl von Windungen funktioniert alles ganz gut. Schauen wir mal, wie es bei den Jungs funktioniert. Sei nur vorsichtig mit deinem Finger. Naja, zumindest haben wir es überlebt. Und der Finger wird wieder nachwachsen. Und nun geht die Party weiter. Oh. Oh, oh. Hallo Arnold, ein weiterer einsamer Abend für dich vor dem Fernseher. Also, was haben wir hier? Elon Musk hat eine neue Rakete in den Weltraum geschossen und der Weltraum hat ein Meteor zurück auf Elon Musk geschossen. Arnold, entspann dich. Du weißt nicht einmal, was ein Meteor ist. Ein Meteor ist ein großer Himmelskörper von kosmischem Ursprung. Seine Masse reicht von ein paar Gramm bis zu Tausenden von Tonnen. Und hab keine Angst. Es gibt nur einen einzigen Fall in der Geschichte, in dem ein Meteoriteneinschlag einen Menschen getroffen hat. Und zwar 1954. Und selbst da hat er nur jemanden in sein Bein getroffen. Oh, es scheint, es würde sich jemand freiwillig melden, um den Planeten zu retten. Und er platzt geradezu vor Begeisterung. Es sieht so aus, als ob diese Episode die kürzeste aller Zeiten sein wird und ein Happy End hat. Oh nein, vergiss es. Wie immer, wie immer. Es sieht so aus, als würde unser Planet bald zerstört werden. Oder vielleicht gibt es einen anderen Retter. Könnte es Arnold sein? Ausgezeichnet. Wir werden ein Outfit für dich aussuchen. Also das hier ist nein. Definitiv nicht das. Nee, bitte. Jetzt dieses? Das ist es. Obwohl, wir könnten einfach kopieren, was das Projekt DART von SpaceX gemacht hat. Es ist geplant, dass im Jahr 2022 ein 500 Kilogramm schweres Raumschiff mit einer Geschwindigkeit von 6 Kilometern pro Sekunde in einen Asteroiden namens Didymos einschlagen wird. Der Autopilot ist noch nicht installiert.
Also wirst du manuell fliegen müssen und ein Held werden. Oh, wow, du hast überlebt. Ziemlich genau wie alle anderen niederen Lebensformen wie Mikroben. Aber jetzt gibt es ein kleines Problem mit dem Wasser. Nachdem ein Meteor mit einem Durchmesser von 100 Kilometern auf die Erde einschlug, zerstörte die Schockwelle fast alles Leben in einem Radius von 100.000 Quadratkilometern. Es gab eine riesige Freisetzung von Schwefel. Und Staub und Asche von all der Zerstörung stiegen in die obere Atmosphäre auf und versperrten den Zugang zu den Sonnenstrahlen. Du musst hungrig sein. Es ist gut, dass du deine Weltraumnahrung in der Rakete aufbewahrt hast. Es gab kein Essen? Das ist ja schrecklich. Denn auf der Erde gibt es nun auch keine Nahrung mehr. Es ist gut, dass du einen Raumanzug trägst, denn draußen sind es minus 50 Grad. Und du willst hier nicht sehr lange sein. Pass auf! Ich habe vergessen hinzuzufügen, dass Kakerlaken überlebt haben. Und die sind nun ein kleines bisschen mutiert. Du rennst besser in die Unendlichkeit und darüber hinaus. Arnie, Arnie, wach auf! Ein Tornado rast auf dein Haus zu. Schnell raus hier auf die Straße, du musst ins Freie. Gut, aber hätten wir deinen Arsch wirklich retten wollen, wärst du besser im Keller deines Hauses geblieben. Wäre, hätte, Fahrradkette. Natürlich ist es für uns viel interessanter, was mit dir passiert, wenn du im Inneren des Tornados bist. Ready and go! Die Breite der Trichter der größten Tornados hat man mit 1500 Metern gemessen. Na Arnie, gibt's was Interessantes da drin? Pro Jahr werden in den USA gut 1000 Tornados gezählt. Aber nur wenige werden richtig riesig. Ha, du hast Glück gehabt, Arnie. Du bist in einem von ihnen. Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um über niedrigen Druck und Sauerstoffausstoß zu diskutieren. Der Atmosphärendruck in einem Tornado ist so niedrig, dass deine Lungen nicht genug Sauerstoff aus der Luft herausziehen können. Schon nach wenigen Minuten wirst du ohnmächtig und erstickst. Oh, endlich. Dein Rumgeschrei hat mich schon ganz müde gemacht. Die dünne Luft hier ist vergleichbar mit dem Besteigen des Mount Everests ohne Sauerstofftank. Ja, ja, Bergtourismus ist einfach nichts für unseren Freund. Aber in unserem Tornado wirst du sicherlich nicht an Sauerstoffmangel sterben, sondern durch die Kollision mit anderen herumfliegenden Objekten. Na, du weißt doch, fliegende Bäume, Tiere, Autos, Häuser. Alles, was auf dem Weg eines superstarken Tornados liegt, wird nach innen gezogen und mit bis zu 500 Kilometern pro Stunde herumgeschleudert. Oh, und wenn du wie durch ein Wunder alle Kollisionen überlebst und einen Sauerstofftank dabei hast, vergiss nicht, irgendwann, früher oder später, wird sich der Tornado auflösen. Der Trichter gibt dich wieder frei und du wirst aus einer richtig schönen Höhe wieder Richtung Boden stürzen. Und das überlebst du garantiert nicht, Arnie. Ach, okay, ich rette dich mal wieder. Warum mache ich das nur? Die Stadt versinkt im Chaos. Zwei Giganten, King Kong und Godzilla, kämpfen. Guten Morgen, Arnold. Was sind denn deine Pläne für heute? Vielleicht ist der Plan für heute, versuch nicht zu sterben! Hast du Angst, Arnold? Aber was ist, wenn das alles erfunden ist? Was ist, wenn ich dir sage, dass weder King Kong noch Godzilla auf der Erde überleben könnten? Es ist ziemlich einfach. Schau. Der größte Mensch der Welt war Robert Pershing Wadlow. Er war 2,72 Meter groß und lebte nur 22 Jahre. Er litt an einer Krankheit namens Gigantismus. Bei dieser Krankheit schüttet das Gehirn übermäßige Mengen an Wachstumshormonen aus. Deshalb wurden im Laufe der menschlichen Evolution die Normen für Größe und Gewicht festgelegt. Und jede größere Abweichung wird als Krankheit betrachtet. Das ist eine riesige Belastung für das Herz, das 15 Liter Blut statt der normalen 5 zirkulieren lassen muss. Und diese anstrengende Dynamik hält das Herz oft nicht allzu lange aus. Aber was ist mit der Tatsache, dass es noch andere riesige Lebewesen auf der Erde gibt, wie Wale? Nun, auch das lässt sich leicht erklären. Die Dichte von Wasser ist höher als die Dichte von Luft und entspricht fast der Dichte eines Menschen. Deshalb können wir auf der Oberfläche von Salzwasser schwimmen. Das bedeutet, dass der Lebensraum selbst das Gewicht von Lebewesen trägt.
Zum Beispiel von Walen, deren Vorfahren vor 50 Millionen Jahren wie ein Hund mit Hufen aussahen. Godzilla und King Kong könnten auf der Erde nicht existieren, alles wegen unseres Freundes Schwerkraft. Aber sagen wir mal, wir schalten die Schwerkraft aus, um die Existenz von Godzilla und King Kong wissenschaftlich zu ermöglichen. Alles auf der Erde, was nicht fest mit dem Boden verbunden ist, würde ins All schweben. Das schließt auch die Menschen ein, die, wenn sie sich im Freien befinden, ins Jenseits geschossen werden. Und die wenigen Glücklichen, die sich irgendwo in einem Raum befinden, können noch eine Zeit lang überleben, bis die Häuser schließlich auch nach oben fliegen. Und am Ende wird unser Planet komplett... Arnold, ich weiß, du bist etwas müdchen wegen all unserer Experimente. Wie wäre es mal mit ein bisschen Spaß? Hier, halt mal die Fernbedienung. Drück mal den ersten. Ha, du hast dich 3 Milliarden Jahre in der Zeit zurückkatapultiert. In der Ära gab es nur Einzeller. Keine Schmerzen, keine Sorgen. Na Arnold, fühlst du dich wohl? Die Vorstellung, dass du der Urvater der Menschheit werden könntest. Oh, los, raus hier. Was ist das? Angekommen im Jahr 2020 und du bist der fröhlichste Mensch auf Erden. Na, du bist der letzte Mensch hier. Alle anderen hat es bei einem Experiment mit dunkler Materie in die ewigen Jagdgründe verfrachtet. So, deine Pläne, Arnold? Ist ja niemand mehr da, der Strom erzeugt. Und somit kommt kein Wasser mehr aus dem Hahn, geht kein Herd und kein Kühlschrank. Checken wir mal ein paar Survival-Tipps im Internet. Ach nee, Internet geht ja auch nicht mehr. Musste dich also selbst durchschlagen. Okay, Wasser. In Flaschen hält es sich gut 2 Jahre. Außerdem kann man Flusswasser mit starkem Alkohol entkeimen. Ja, und essen? Die einzigen Lebensmittel, die ewig halten, sind Reis, Trockenmilchpulver und Honig. Und ehrlich, ich glaube nicht, dass du jemals die Kunst des Jagens erlernst. Um deinen Ernährungsplan etwas zu bereichern, musst du nach Mexiko gehen. Dort ist es wärmer und du kannst Bauer werden. Außerdem musst du grundlegende medizinische Dinge studieren, sonst stirbst du beim ersten verquersitzenden Pups. Aber selbst wenn du all diese Überlebensregeln auswendig kannst, könntest du verrückt werden, weil du so einsam in der Welt bist. Ja toll, Arnold, du hast es geschafft. Keine nervigen Menschen mehr um dich herum, die Essen produzieren, Häuser bauen, Atomkraftwerke kontrollieren und nach Außerirdischen suchen. Zeit für Knopf Nummer 3. Du hast doch immer noch 2 Finger. Los also, drücken! Ich glaube an dich! Los! Du kannst mir danken, Arnie. Ich bin derjenige, der dir den Hintern gerettet hat, indem er die Zeit angehalten hat, genau wie in den Cartoons. Was würdest du in so einer Situation als erstes tun? Vielleicht in den Archiven des Pentagons nachsehen, ob Armstrong wirklich auf dem Mond war? Oder würdest du dich vielleicht trauen, Susie zu küssen? Das Wichtigste ist, nicht in Japan zu landen. Die lieben es, die Zeit anzuhalten. Sie lieben es einfach so sehr. Wenn die Zeit stehen bleibt, bleibt physikalisch gesehen alles stehen. Man muss kein Mathematiker sein, um zu verstehen, dass die Zeit eine der Komponenten von Geschwindigkeit und Entfernung ist. Wenn einer der Werte gleich 0 ist, sind auch alle anderen gleich 0. Und jetzt auf ins Abenteuer! Hoppla, Lichtteilchen und Photonen sind ebenfalls stehen geblieben. Dementsprechend ist auch die Fähigkeit verschwunden, irgendetwas mit dem Augenlicht zu erkennen. Und du wirst kein Wasser mehr trinken können, alles ist wie eingefroren. Hier noch eine interessante Tatsache. Ein Lichtstrahl, der vor 65 Millionen Jahren die Erde verließ, ist jetzt 65 Millionen Jahre entfernt. Und jemand, der ein großes Teleskop genau auf die Erde richtet, kann jetzt die Dinosaurier sehen. Aber ich schlage vor, wir kehren in die Realität zurück. Hey, du Trottel, hör auf, dich wie der König der Tiere aufzuführen. Hab etwas Respekt, Arnold. Du und der Schimpanse haben gemeinsame Vorfahren. Wir haben uns vor 7 Millionen Jahren von ihnen abgespalten. Das Leben im Wald und in den offenen Ebenen hat uns geholfen, die Zweibeinigkeit und unsere aufrechte Haltung zu entwickeln. Das wiederum machte unsere Hände frei für den Gebrauch von Werkzeugen und andere nützliche Tätigkeiten, wie das Zähmen des Feuers. Das Kochen von Nahrung trug zu einer besseren und schnelleren Verdauung bei, was zusammen mit einigen anderen Dingen dazu führte, dass wir ein größeres und besseres Gehirn entwickelten.
Ja, Arnie, es ist schwer zu glauben, aber die Evolution schreitet weiter voran. Weil wir zum Beispiel angefangen haben, unser Essen vor dem Verzehr zu kochen, sind unsere Kiefer geschrumpft und bei 20% der Menschen haben die Weisheitszähne bereits aufgehört zu existieren. Außerdem ist mit der Verbesserung der Nahrungsqualität die durchschnittliche Körpergröße des Homo sapiens um 10 cm gestiegen. Aber das gilt auch für sein Gewicht. Für den modernen Menschen sind jedoch nicht die körperlichen Veränderungen so wichtig, sondern die Technologie. Sie ermöglicht es, im Sitzen zu fliegen und sogar ein kaltes Bier zu holen, ohne aus unseren bequemen Sesseln aufzustehen. Was wird als nächstes kommen? Wow, schau mal! Es sieht so aus, als ob Wissenschaftler einen Supercomputer entwickelt haben, der unsere Zukunft vorhersagen kann. Und er hat eine Botschaft. Hören wir zu. In den letzten 100 Jahren hat sich die Zahl der Menschen auf unserem Planeten vervierfacht. Gleichzeitig hat die Menschheit 80% der gesamten Tierwelt vernichtet. Und die Umweltverschmutzung hat bereits zu einem unumkehrbaren Klimawandel geführt. Deshalb werden sich unsere Körper in Zukunft aufgrund der globalen Erwärmung ausdehnen. Unsere Haut wird dunkler und unsere Ohren werden wachsen, um die Wärme besser abzuleiten. Wow, Arnold, du wirst deinem Nachbarn Henry immer ähnlicher. Aber Tatsache ist, dass das Hirn des Homo sapiens in den letzten 150.000 Jahren um 200 Gramm geschrumpft ist und weiter schrumpfen wird. Ein komfortableres Leben führt zu Inaktivität und Faulheit. Der Homo sapiens könnte seine Intelligenz für immer verlieren. Hey Arnie, du hast ja gar nichts zu tun. Na dann lass uns ein Spiel spielen, das jeder kennt. Der Boden ist Lava. Aber hier ist es echte Lava. Cool, oder? Das ist es, wozu ein gewöhnliches Kinderspiel führen kann. Eine globale Katastrophe. Berühre ja nicht den Boden, Arnie. Die Temperatur der Lava kann bis zu 1200 Grad Celsius erreichen. Du kannst dich auf allen Gegenständen, die du siehst, fortbewegen. Aber denk dran, der Stuhl verbrennt in nur 3 Sekunden, dein Bett verschwindet in 5 und dein TV schmilzt schneller als eine Fernsehwerbung. Arnold, komm schon. Komm rauf aufs Dach! Hey, aufpassen! Nicht runterfallen! Wenn du in die Lava fällst, kriegst du schwerste Verbrennungen, die alle deine Nervenenden zerstören und dein Unterhautfett kocht. Aber das Gute ist, du hast ja gar keine Zeit zu spüren, wie sich die Lava bis auf deine Knochen brennt. Mensch, reiß dich zusammen! Och nö, du Idiot! Metallkonstruktionen heizen sich immer am schnellsten auf, du Schwachkopf! Aber ganz ruhig. Selbst wenn du fällst, wirst du nicht ertrinken. Lava ist nicht so flüssig, wie es scheint. Im Gegenteil, ihre Dichte ist sogar höher als die von Beton. Um auf Lava zu laufen, brauchst du spezielle Asbeststiefel, wie die von Geologen. Boah, das wird heiß! Bei diesen Temperaturen wird das gesamte Wasser in den Ozeanen kochen. Und wir haben einen riesigen Topf Fischsuppe. Es ist an der Zeit, den letzten Fisch der Welt zu retten. Aber das Schlimmste ist nicht die heiße Lava, sondern das, was passiert, wenn sie abkühlt. Wenn sie an Temperatur verliert, bildet die Lava saure Dampf- und Gaswolken. Und die enthalten winzige Glaspartikel, die für Menschen gefährlich sind. Aber keine Sorge, bald wird sich die ganze Welt in die Hawaii-Inseln verwandeln, die durch Vulkanausbrüche entstanden sind. Hey, Arnold, hängst wohl in diesem Freizeitpark rum, wa? Sieht aus, als wäre dieser Burrito eine Nummer zu groß für dich. Schnell, find was zu trinken. Arnold, warte! Gott weiß, was es in diesem Zauberladen gibt. Nun, da du dein Problem mit dem mexikanischen Essen erfolgreich gelöst hast, lass uns gehen und Spaß haben! Was für eine riesige Schlange. Sieht so aus, als müsstest du noch ein bisschen warten, oder? Arnold, das macht man aber nicht. Sieht aus, als bräuchte diese süße kleine Oma deine Hilfe. Arnold, pass auf! Weißt du, Arnold, ich habe beschlossen, ins Leichenschauhaus zu gehen, um mich von dir zu verabschieden. Und? Oh mein Gott! Du lebst ja noch! Nein, du wurdest wiederbelebt. Es scheint, dass das Elixier, das du getrunken hast, funktioniert hat. Du bist jetzt unsterblich! Herzlichen Glückwunsch, Arnold. Du bist nun der am längsten lebende Organismus auf der Erde. Dein Körper regeneriert sich unaufhaltbar. Und der Begriff zelluläre Seneszenz ist nur noch ein Witz für dich. Nun, wie wirst du deine Unsterblichkeit nutzen? Ganz einfach. Du wirst bei Rot über die Ampel gehen, Mädchen begrapschen. Du wirst auch den Kenny McCormick Lookalike-Wettbewerb gewinnen.
Das ist doch lächerlich. Du hast unendlich viele Jahre vor dir und verschwendest sie damit? Arnold, du könntest alles auf der Welt studieren. Jede Kampfsportart lernen. Und sogar neue Galaxien erforschen und kolonisieren. Arnold, wie wär's damit, wenn du aufhörst, deine Zeit zu verschwenden? Okay, also vielleicht wirst du 200 Jahre lang jede einzelne Netflix-Serie am Stück schauen. Oh, ich sehe, du hast dich etwas gelangweilt. Außerdem wird dein Haus ganz schön gammelig. Und du bist immer noch jung. Ein Nachteil bei der Unsterblichkeit ist, dass du alle deine Lieben überlebst. Außerdem verändert sich die Welt um dich herum rasant. Aber du wirst dem Fortschritt hinterherhinken und du wirst dich in der Gesellschaft überflüssig fühlen. Alles, was dir einmal wichtig war, wird allmählich verschwinden. Mit der Zeit wird dich auch nichts mehr wirklich erfreuen, weil du ja schon alles gesehen hast. Du wirst tief deprimiert sein. Tut mir leid, Freund, aber es macht einfach keinen Sinn. Hör auf, Arnold. Du weißt, dass du unsterblich bist. Arnold, lass uns die Show sehen. Oh, okay. Ich werde dich in Ruhe lassen. Oh, Arnold, du bist gerade noch rechtzeitig zurückgekommen. Die Sonne stirbt und verwandelt sich in eine Supernova. Und du hast den besten Platz, um den Tod unseres Sonnensystems zu sehen. Verabschiede dich von unserem Planeten Erde. Danke fürs Zuschauen und vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Warte mal. Moment mal. Wow, Arnold, herzlichen Glückwunsch. Du bist gestorben und in den Himmel gekommen. Stell dich in die Schlange an und warte darauf, dass Petrus dich hineinlässt. Wow, wie cool ist das denn? Hey, hey, schau mal. Ist das John Lennon? Nee, warte mal, das ist Jesus. Hier gibt's ja sogar eine Wand mit Bildern von Gott, die von großen historischen Künstlern gemalt wurden. In der Antike glaubten die Menschen, dass Gott furchterregend und blutrünstig ist. Die Azteken zum Beispiel opferten ihrem Gott Huitzilopochtli ständig Menschen, damit es regnet. Die alten griechischen Götter verkörperten menschliche Eigenschaften oder Naturphänomene. Leider, Arnie, bekommst du im christlichen Paradies im Gegensatz zum muslimischen nicht 72 Jungfrauen. Aber hey, schau mal, genau da, das ist John Lennon! Oder ist das wieder Jesus? Und hier ist der, er hat viele Namen, der Schöpfer, Jehova, Adonai, Yahweh, Gott. Oh, er schläft. Du solltest dich besser nicht an seinen Sachen zu schaffen machen, Arnie. Arnie, was hast du denn vor? Mensch, du kannst doch da nicht reingehen. Das ist die Schaltzentrale für die ganze Welt. Fass bloß nichts an, Arnie. Oh, das ist nicht gut. In den letzten Jahrhunderten hat der religiöse Glaube auf der Welt abgenommen. Und Gott, das beliebteste Wesen der Welt, hat eine Menge Hasser. Wag's ja nicht, Gott zu spielen, Arnold. Der Mensch ist einfach zu gierig für diese Rolle. Es gibt noch viele andere Beispiele aus der Geschichte, die alle ziemlich übel endeten. Arnold, höre auf! Das ist kein Scherz, Kumpel. Arnold! Na toll, alles aus dem Ruder gelaufen. Fanatischer Glaube hat schon immer zu Kriegen geführt. Und nun hat ein nuklearer Kreuzzug begonnen. Arnold, höre auf, bevor es zu spät ist. Hörst du mir überhaupt zu? Puh, gerade noch rechtzeitig. Hey, Gott? Versteh das bitte nicht falsch, aber Gott sei Dank bist du hier. Arnold, sieht aus, als wärst du fertig. Am 20. Juli war Arnold auf einer intergalaktischen Kreuzfahrt. Als er am 27. zurückkehrte, fand er keinen einzigen Mann mehr auf der Erde. Alles, aber auch alles läuft seither schief. Telefone und Mikrowellen funktionieren nicht. Uber wurde durch Fahrräder und Pferdewagen ersetzt. Statt Lampen in Häusern wurden wieder Kerzen angezündet. Das liegt daran, dass alle Bereiche, in denen sonst Männer gearbeitet haben, einfach nicht mehr funktionieren.
Arnold, warum rennst du weg? Jeden Tag produziert dein Körper bis zu 70 Millionen Spermien. Du kannst damit bis zu 8 Frauen am Tag befruchten. Aber da keine von dir berührt werden möchte, wurde beschlossen, deine Samen künstlich in die Eizellen zu pflanzen. Und so ist die Zahl der schwangeren Frauen auf 15 Millionen gestiegen. Du bist nicht nur beliebter als alle Kardashians zusammen. Du bist auch zu einer Angelegenheit von nationaler Bedeutung geworden. Frauen, die kümmern sich um dich und mustern dich. Aber es gibt auch eine Kehrseite. Du bist ein Gefangener und hast kein Recht, das Land zu verlassen oder Verpflichtungen auszuschlagen. Deine Samen sind mehr wert als jedes Edelmetall auf der Welt und wird bald einen dritten Weltkrieg auslösen. Es wird alles enden in... Nein. In 14 Jahren, wenn die Jungen in die Pubertät kommen und selbst Samen produzieren... Nimmst du ein Bad, was? Stell dir vor, die Welle hätte dich nicht im Badezimmer, sondern im Meer erwischt. Das Schwarze Meer ist in der Tat auch eine große Badewanne mit einer Größe von 1.417.182 Kubikkilometer. Es hat ungefähr 243 Millionen Jahre gedauert, um es zu füllen. Die plötzliche Bewegung tektonischer Platten verursacht Wellen. Der Meeresboden steigt mehrere Meter an und erzeugt so die tödlichen Tsunami-Wellen. Wir befinden uns jetzt in Portugal. Hier bilden sich die höchsten Wellen der Welt. Sie sind wie ein Gepard, aber in der Welt der Wellen, weil sie die Geschwindigkeit von fast 100 km/h erreichen. Ein hawaiianischer Surfer hat hier eine 25-Meter-Welle geritten. Dafür kam er ins Guinness-Buch der Rekorde. Hast du jemals von einer Killerwelle gehört? Dies sind Wellen mit einer Höhe von 25 bis 30 Metern, die selbst von einem Schiff aus nicht zu sehen sind. Sie können plötzlich und unbemerkt auftreten. Daher bleibt nur sehr wenig Zeit, um die Besatzung eines Schiffes zu retten. Killerwellen können ein Schiff mit nur einem einzigen Treffer versenken. Sogar Conor McGregor würde einen solchen Knockout beneiden. Die größte Welle wurde 1958 in der Lituya Bay in Alaska registriert. Die Welle erreichte eine Höhe von 30 Metern und flutete die Berge drumherum. Infolgedessen wurde die gesamte Vegetation bis zu einer Höhe von 518 Meter über dem Meeresspiegel zerstört. Und das ist die Höhe von 5,5 Freiheitsstatuen. An Land deutet die Natur selbst auf die Annäherung eines Tsunamis hin. Tiere spüren die Katastrophe und beginnen sich irgendwo in Eile zu versammeln oder sich seltsam zu benehmen. Vogelscharen fliegen davon. Bist du an Land? Rein ins Auto, aufs Fahrrad oder renne einfach. Oder bitte King Kong dich mitzunehmen. Es wird empfohlen, eine Höhe von rund 40 Metern über dem Meeresspiegel zu erreichen. Arnold, du gehst besser in die oberste Etage des Empire State Buildings. Die Höhe des Wolkenkratzers beträgt 102 Stockwerke oder 281 Meter. Der Aufzug fährt mit einer Geschwindigkeit von 200 Metern pro Minute. Du hast also definitiv Zeit. Naja, das ist auch möglich. Schrei nicht unter Wasser, sonst erstickst du. Halte dich auf jeden Fall bei Bewusstsein. Arnold! Arnold! Arnold, versteck dich. Das sind die Nachbarn von unten. Du ertränkst sie. Nun, das war's. Ich muss gehen. Und du wirst alles Weitere selbst herausfinden. Tschüssi.